damit wir... Ich komme von der Schause. Hallo, zurück zum Sophie-Stammtisch, der halben Stunde sozialwissenschaftliches, soziologisches und so weiter Gespräch-Ding. Sehr professionell wieder. Ja, absolut, absolut. Und um dieser Professionalität praktisch ins Unendliche zu steigern, weswegen genau sitzen wir jetzt gerade hier? Das ist mir gar entfallen, der Grund. Also, wir sitzen wegen dir hier. Ach so, ja, das finde ich gut, das finde ich gut. Hallo erstmal, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, der Thomas war nicht beim Seminar, der hat geschwänzt. Ja, jetzt, das, sehr toll, ja, jetzt gibt es Eintrag ins Klassenbuch. Ja, ich habe das dem Professor gemeldet, wir besuchen nämlich ein Bourdieu-Seminar und ja, der Thomas hat geschwänzt. Und jetzt habe ich mitgeschrieben und damit der Thomas auf den Stand der Dinge kommt, habe ich Ihnen vorgeschlagen, dass wir das über Skype machen und gleich aufnehmen. Dann haben wir gleich so eine Folge. Ja, das ist sehr effizient gedacht. Sehr effizient gedacht. Ich muss ja dazu sagen, ich bin ja auch in diesem Bourdieu-Seminar, weil ich so richtig von Bourdieu nichts weiß. So, ne? Ich meine halt, ich weiß halt das, was man halt so weiß, wenn man Soziologie studiert hat, ne? Also die Kapitalsortentheorie kriegt man irgendwie noch zusammen, so ein bisschen von Feldtheorie hat man auch noch so, aber das war es auch so grob. Das Kapitalsortentheorie, das ist so das Wichtigste, oder? Ist doch, wenn man was von Bourdieu weiß, ist es das, oder? Ja, also die Kapitalsorten, die ihr aufstellt, sind das Zentrum, aber wir haben auch gelernt, dass die von jedes Fach interpretiert die Begrifflichkeiten anders, die Kapitalsorten und so. Jedes Fach hat auch, ich würde sagen, der Hauptbegriff ist der Habitusbegriff, er eingeführt hat und das interpretiert jeder, wie es seiner Disziplin angemessen erscheint. Wie und zum Beispiel die Wirtschaftswissenschaften verstehen unter Humankapital auch nochmal was anderes als Bourdieu. Mir ist gar nicht klar, dass die Wirtschaftswissenschaften überhaupt irgendwie an Bourdieu anschließen in irgendeiner Weise. Ja, stimmt, aber jetzt habe ich dich in Verlegenheit gebracht. Ja, Wirtschaftswissenschafts-Bashing, können wir ja nachher nochmal drauf kommen. Ja, das ist auch zu einfach. Und ich habe mir das so vorgestellt, ich habe ja hier Notizen gemacht. Und jetzt bitte, das ist keine Didaktik. Ja, also das ist einfach tatsächlich, Thomas weiß es nicht, ja, das ist was dran kam. Die Didaktik, ist jetzt nicht so, die Didaktik passiert, die passiert für mich ganz allein. Ja, es ist jetzt nicht so, wir tun jetzt so, als wenn einer nicht wüsste, was dran kommt, damit er in die Rolle der Hörer schlüpft. Nein, er weiß es wirklich nicht, was dran kam. Er war nicht da. Und ich würde auch vorschlagen, wir machen jetzt nicht zu Bourdieu ein Seminar, sondern ich sage dir wirklich nur, was dran kam in dieser Einsitzung. Und den Rest kann man sich beim Soziopod nachhören. Die haben nämlich über Bourdieu eine Folge. Die verlinken wir dann. Genau, das ist denn für Leute, die didaktisch interessiert sind. Ja, und ich würde dir deshalb würde ich auf die Kapitalsorten gar nicht so eingehen, also auf die wichtigen Sachen gar nicht so eingehen, denn die kam man nicht dran. Und ich habe allerdings einen Tag, wo ich auch mal nicht kann, dann können wir es umdrehen und das ist ein Tag, wo was ganz Wichtiges drankommt. Also, die Kapitalsorten. Ja, ich glaube Kapitalsorten oder sein Werk hier über die feinen Unterschiede. Oh ja, das ist ziemlich cool. Das Hauptwerk, ja. Und ich habe mir das so gedacht, ich referiere dir quasi den Inhalt und ein paar Punkte sind Diskussionspunkte dort gewesen. Und da könntest du ja dann einsteigen. Aber es wird mehr mein also Stoff sein. Also ich werde mehr Gesprächszeit in Anspruch nehmen. Ich habe hier diesen Zettel. Das Thema war jetzt in das Leben und in das Werk von Bourdieu. Ja, sind so ein paar Punkte, die dann diskutiert wurden von den Studis.
Ich habe mich natürlich zurückgehalten. Ich wollte ja nicht alle in Verlegenheit bringen. Weißt du, was total, nein. Weißt du, was total scheiße ist? Mich hat schon mal jemand an der Stimme erkannt. Im Seminar, in diesem Nee, Sinne. nee, nee, nicht im So. Seminar, woanders. Und ein Soziologe. Und seitdem traue ich mich im Seminar nicht mehr, was zu sagen. Weil ich dann immer denke, gucken die mich jetzt dumm an, weil die sagen, irgendwie kenne ich den? Oder sagen die, oh, so ein Quatsch, was erzählt der denn? Das kann ich dann nicht mehr einschätzen. Naja, so ist das als Podcaster. Gut, dass wir keine Videos machen. Ja. Das wäre das Ende aller Ja, Anonymität. bei unserem Millionenpublikum, das wäre ja ein Ja, nicht zu aber ertragender Zustand, absolut. das hat mich wirklich überrascht, dass Leute, also vom Sonntagssoziologen noch war das, dass die sich auch, naja, Soziologen sind auch eine kleine Gesellschaft vielleicht. So. Also, die Person Pierre Bourdieu, da erzähle ich dir jetzt mal, da gab es keine Diskussions Die biografischen Aufhänge. Daten wurden einfach so Die hingenommen. wurden tatsächlich einfach hingenommen, wahrscheinlich weil wir keine Historiker dort hatten. Eine wichtige Sache noch, es gab einen Studentenprotest am Anfang, wo ich dann sagte, oh, die 68er sind zurück. Und zwar haben die Studenten durchges und Studentinnen durchgesetzt, der Kurs fängt nicht mehr um 8 Uhr früh an, sondern 8:30 Uhr. Okay, Sind die auf die. ich dachte, das wäre schon letztes Mal geklärt worden, aber okay. War das schon letztes Mal? Ja. Okay. Okay, da warst du ja dabei. Ja. Auch wenn das Also. diesmal in Europa passiert ist, das ist natürlich unter Bedingungen, dass die Reform schon beschlossen ist, kann man sie natürlich leichter durchsetzen, ist klar. Also, Pierre Bourdieu, aber dass es den gibt, weißt du ja, und dass es ein ganz großer Soziologe ist, das Ja. braucht man auch nicht so. Stammt aus einfachen Verhältnissen. Das ist schön für ihn. Ja. Hat aber dann Philosophie zunächst studiert an einer Elite-Uni. Wie er das geschafft hat, haben wir nicht ganz, wurde uns nicht ganz verraten, wie man aus einfachen Verhältnissen in die Elite-Uni kommt. Wahrscheinlich in dem Falle ausnahmsweise durch brillante Klugheit. Das kommt vor. Denn er fiel immer auf als sehr intelligenter Mensch, was mir gleich unsympathisch war, weil wieder ein Vorbild weggebrochen, ein Orientierungspunkt. Ja. Dann ist also Philosophie an der Elite-Uni studiert, hat dann im Algerienkrieg gedient und dort einige Disziplinarprobleme gehabt, was wieder sehr sympathisch war. Und der Algerienkrieg ist ja eine ganz blutige Sache gewesen, wo sich die ehemalige französische Kolonie erhoben hat gegen die Franzosen und beide Seiten haben sich gegenseitig ziemlich massakriert und Bourdieu war da innerlich auf der Seite der Algerier und fing da an, die zu erforschen. Und seine erste Feldforschung, quasi als philosophischer Autodidakt, seine erste soziologische Feldforschung hat er dann in methodischer Autodidaktik dann an so einem Berberstamm durchgeführt. Die Kabylen waren das. Die kommen ja dann auch, glaube ich, nächste Mal dran. Und ja, dann wurde er Philosoph an einer Uni und von einem ganz berühmten Soziologen protegiert, jetzt Französisch sprechen, also in Amerika würde man sagen Raymond Aron, in Frankreich sagt man Raymond Aron, glaube ich. Okay. Ja, war seinerzeit der größte Soziologe schlechthin in Frankreich und da rutschte der arme Bourdieu mehr und mehr so quasi in die Soziologie rein. Und dann gab es halt die 68er Revolution und die war in Frankreich heftiger als in Deutschland. Also da ging es da richtig, richtig um was. Und da hat er sich mit seinem Protégé zerstritten, weil der auf der Studentenseite, also Bourdieu stand auf der Studentenseite und sein Protégé auf der anderen Seite. Der hielt das für Flausen. Und ja, der ist dann zurückgetreten und Bourdieu hat dann das Feld übernommen, das Soziologische. In den 80ern hat er einen Lehrstuhl dann für Soziologie am Collège de France bekommen. Das ist die höchste Position, die man an der französischen Unilandschaft erringen kann. Ist dann auch Direktor diverser Hochschulen geworden und war zeit seines Lebens immer auf der Seite der einfachen Leute.
war ATTAC-Mitglied und Gegner des Neoliberalismus, vor allem dann in den 90ern. Und ein Paradox ist wie bei Foucault, bei ihm aufzuzeigen, denn er hat sich gegenüber dem Universitätsbetrieb völlig distanziert, aber war doch mittendrin und sehr erfolgreich. Ja, wo man sich fragen könnte, ob das heute noch möglich ist. Also mittendrin zu sein und sich zu distanzieren. Und da sind wir auch fast am Ende. Er wird gesehen als Nachfahre von Durkheim, Weber und Marx. Und seine Laufbahn könnte man so aufteilen. In den 80ern hat er über Intellektuelle geforscht, in den 90ern über Armut und Exklusion und dann in den 2000ern war er dann tot. Aber vorher hat er noch über den Neoliberalismus gewettert. Und ein berühmtes Buch, Das Elend der Welt, wollen wir mal noch erwähnen, viele Interviews mit Neoliberalismus-Opfer. Und darum ist er auch ziemlich humorlos, so in seinen Schriften. Wir wissen ja von Luhmann, der hatte ja den Schalk im Nacken, aber Bourdieu, das weiß ich auch aus Interviews, die nicht ich mit ihm geführt habe, aber die es so gibt, er sagt, wurde ja mal gefragt von Günter Grass, warum er so humorlos schreibt, und da sagt er, angesichts des Elends, was er so sieht, wenn er mit diesen einfachen Menschen geredet hat, verging ihm halt der Humor. Ja. Ja, und da können wir gleich mal zu einer Sache kommen, die dann diskutiert wurde im Seminar, und zwar Philosophie versus Soziologie. In Frankreich der 50ern, du klingst jetzt ganz laut, Okay. aber das, warte mal, ich habe meinen Lautsprecher sehr laut gestellt, daran liegt das wahrscheinlich. In den 50ern hat die Philosophie den Platz der Königsdisziplin im öffentlichen Diskurs gehabt. Ja, vielleicht, ja, war das in Deutschland vielleicht nicht ganz so, ne? Und die Soziologie war der Schmuddelfink. Weil die Philosophie prägte den öffentlichen Diskurs, die war hochgeistig und quasi Anhängsel der Oberschicht, und die Soziologie beschäftigte sich mit Alltagsphänomenen und mit der Unterschicht, und das war halt schmuddelig und im öffentlichen Diskurs nicht beachtet. Und Bourdieu hat dann gesagt, hier Oberschicht bestimmt den Diskurs, sie ist praxisfern und die kleinen Leute haben kein Gehör, und da muss die Soziologie was dagegen halten. Und die Philosophie beherrschte, so sah er das, die Deutungsmacht, und das nannte er die symbolische Macht, also die Kategorien, in denen wir die Welt denken. Die wurde von der Philosophie und von der Theorie geleitet. Und er wollte sie aus der Praxis heraus. Er wollte die einfache Alltagspraxis in den öffentlichen Diskurs mit reinbringen. Und da habe ich mir hier gleich notiert, ein Anschlussfrägchen an dich. Wer hat denn bei uns derzeit die Deutungsmacht? Welche Disziplin? Boah, das ist ja In der Bundesrepublik. Also, das haben wir nicht diskutiert. Das kam mir jetzt so beim Aufschreiben. Die Wirtschaftswissenschaften? Also, vermutlich. ganz lange hat es doch der Neoliberalismus und die Wirtschaftswissenschaften. Ich meine, mit dem Verbot der letzten Ausgabe Gesellschaft und Ökologie, ne, gegen den Rat des Wissenschaftlichen Beirats des Amts für politische Bildung, des Bundesministeriums für politische Bildung, könnte man doch sagen, auf Seiten der Arbeitgeber, ne, die wieder sehr, sehr wirtschaftswissenschaftlich Ja. orientiert sind, könnte man Ja, sagen. könnte man vermutlich sagen, dass die tonangebend sind, weil, aber es ist auch schwierig, das einzuschätzen, weil es natürlich ein, sage ich mal, dieser massenmediale Diskurs, der natürlich gewissen Regeln folgt, so in gewissen Kategorien funktioniert, der wird ja nicht eins zu eins übernommen, so. Das ist halt eben der massenmediale Diskurs und naja, da bleibt er dann auch. Haben wir denn überhaupt einen besonderen Diskurs? Weil, ja. Ich denke schon, aber also ich denke schon, dass diese es ist diese Einordnungsfragen finde ich schwierig zu bestimmen, weil jetzt irgendwie ist man ja genötigt denn dazu.
über alle möglichen Sachen Aussagen zu treffen, über die man gar nichts weiß. Das ist ja immer das Schöne bei Massenmedien, über die Sachen, die da stattfinden, da kann man gut reden, weil sie ja, naja, sie sind immer zugänglich. Das ist ja ihr Ja, Wesen. ich habe mir auch gedacht, vielleicht, also Wirtschaftswissenschaften, glaube ich, sind ein guter Kandidat. Das müsste Auf man jeden natürlich Fall. überprüfen. Soziologie nicht. Nein, gar nicht. Und Aber ich denke auch vor allen Dingen halt dieses, Philosophie auch nicht. nee, aber vor allen Dingen Naturwissenschaften, besonders im Bereich dieser technischen Sachen. Also Ja. ich habe das Gefühl, es wird im Moment gerne in so, naja, in so Absolutismen immer gedacht. Ne? Das ist so, es gibt die irgendwie die Sphäre des Faktischen, die halt nämlich genau durch diese beiden, sage ich mal, wenn man so will, Dogmen determiniert sind. So, du hast einmal die Sphäre des Faktischen einmal durch die harten naturwissenschaftlichen Fakten geprägt, aber auch nur die technischen Fakten da, weil alles andere, das verlässt auch den Bereich der Alltagsrelevanz, wo die auch relativiert werden. Das macht es dann auch, macht auch Handeln denn in diesem Bereich schwieriger oder würde es schwierig machen? Und der zweite Bereich, naja, ist der Bereich der Naturgesetze der Ökonomie, ne? Also, und ich will jetzt nicht sagen, dass es diese Naturgesetze gäbe, aber sie werden als solche behandelt, ne? Wir wissen halt bei Wirtschaft geht es halt, geht es eher, so also hat eher einen religiösen Charakter, aber das ist es ja, ne? Die Gesetze, die sind halt unverrückbar. Ne? Von außen mag das merkwürdig erscheinen, dass wenn irgendwas als faktisch gedacht wird, was gar nicht einem selber, was man gar nicht als Fakt behandelt und man ist auch ganz gut damit umgehen kann, wenn es nicht Fakt ist und damit das ja auch schon widerlegt ist. Ne? Aber in diesen Ideologiesystemen ist es natürlich halt so, ja, der Fakt oder die Realität, die ja aus Fakten besteht, ja, die sind deswegen Fakten, ja, weil sie nicht hinterfragt werden können, so weil man sich ja halt lächerlich macht, wenn man es tut. Also man kann ja nicht außerhalb der Realität denken und das macht sie, glaube ich, aus. Ja, die Frage ist halt, in welche, also wo nehmen wir Begriffe und Kategorien her? Also die Bestandteile der symbolischen Macht. Wer gibt uns die Kategorien? Und da ist die Wirtschaftswissenschaft mit Markt und Ja. Marktverhalten, die gibt uns sehr viel Kategorien, aber wenn du sagst, Oder, ne, ich, mit das. wissenschaftlichen, also naturwissenschaftlichen Kategorien, Ja, aber dann auch aus dem technischen Bereich, ne? Also das, ja. wo, das ist ja der Bereich, der einem aus der Naturwissenschaft halt über den Weg läuft, ne? Man muss sich nicht So Begriffe wie Selbstoptimierung zum Beispiel sind ja ja. ein technischer Begriff. Insofern würde das in den Bereich der technischen Deutungsmacht Aber es ist, fallen. ich glaube, da gibt es auch eine Verbindung zwischen den beiden, weil in den Wirtschaftswissenschaften gab es ja immer diesen sehr starken Versuch, halt so den Versuch, diese Exaktheit, also diese festen Kausalzusammenhänge so modellieren zu können, wie es in Naturwissenschaften geht und wie es dann halt in der Anwendung dieser Naturwissenschaft, nämlich in den Techniken, in den technischen, in den Ingenieursbereichen halt, weil das halt auch in den Sozialwissenschaften, und wir wissen halt, die Wirtschaftswissenschaften mit diesem Versuch auch immer gescheitert sind bis heute, aber das ist halt so immer diese Vorstellung gewesen, so, und daran wird da auch fest geglaubt, dass das halt so wäre. Aber das macht es ja auch so attraktiv, ne? Dieses, Ja, und ja. Und wenn man denn so in Kategorien denkt, wie halt, was du jetzt gerade sagtest, irgendwie ist Optimierung, das ist, glaube ich, mittlerweile ein Begriff, den man nicht primär aus der Technik kennt. Ja, das Optimieren von also Ja. da geht zum Beispiel, mein Gedanke war auch, wir hatten ja die Wurst als das Böse jetzt krebserregend dargestellt, von der WHO ein bisschen zurückgerudert, weil die Zusammenhänge doch sehr schwach sind. Ne? Aber diese Biomacht, dieses Gesundheitsverhalten, dem wir uns alle unterwerfen, um uns selbst zu optimieren, es kommt ja nicht von irgendwo her, dass alle auf Bio abfahren. Da gibt es ja auch Untersuchungen dazu, dass das ein Anschluss an gesellschaftliche Vorgaben sind. Die Verantwortung wird von der Gesellschaft, war früher in der Gesellschaft, bei der Krankenkasse und so weiter. Und die wird jetzt auf den Einzelnen übertragen und er muss sich bitte gesund verhalten und
Das Gesundheitswesen hat ja auch da eine ganz hohe Deutungsmacht. Und es gibt ja viele, die sagen, das ist eine ganz starke Ideologie auch, sich gesund halten zu müssen und über die Ernährung auch Leute zu disziplinieren, weil viele Ernährungsstudien einfach Quatsch sind. Aber sie werden immer wieder gern genommen, um die Leute irgendwie auf Kurs zu bringen. Und das hätte auch eine Funktion. Ja. Aber ich kann ja weitermachen, oder? Dass wir hier unsere 30 Minuten einhalten. Ach so, ja. Oder möchtest du, weil können wir jetzt eh nicht klären. War auch Nee. nur eine Randnotiz. So, Ja, haben Sie. dann die Theorie. Seit der Französischen Revolution habe ich mir hier notiert, gibt es die Idee, dass der Ausbau des Bildungswesens gut für die kleinen Leute sind. Ja, also die spielen immer eine Rolle bei Bourdieu, die kleinen Leute. Und Bourdieu sagt dazu, das sei der jakobinische Mythos. Das Denn was ist ein jakobinischer also Mythos? die Französische Revolution, da waren ja die Ja, die kenne Jakobiner, ich. die Anwälte der kleinen Leute, Ja, und ja. dann haben sie alle unter das Joch gestellt, wie es halt so ist mit den Anwälten der kleinen Leute, wenn sie an die Macht kommen. Und die waren halt der Meinung, Bildung muss expandieren, dann nivellieren sich die sozialen Unterschiede. Und Bourdieu kam zu dem Ergebnis, genau das Gegenteil sei der Fall. Das Bildungssystem stabilisiert und die Expansion von Bildung stabilisiert die Unterschiede noch. Und das liegt eben an diesem besagten Habitus, das sind also Lebensstil, Geschmack, Kleidung, Sprache, mit der man aufwächst und aus der man nicht mehr herauskommt. Das geht bis ins körperliche Verhalten, bis in den Gang, in die Art zu sprechen, in kleinste Gesten, wo sich die Habitus-Zugehörigen dann erkennen. Und die Schuldidaktik stimmt eher die so gefahren wird in westlichen Zivilisation, stimmt eher mit dem Habitus der höheren Schichten überein. Und dadurch können Arbeiterhabitate gar nicht, also die haben gar nicht die Voraussetzung, sich den Stoff so anzueignen, wie die aus höheren Schichten. Und ein Zitat habe ich mir notiert hier: Von unten bis ganz nach oben funktioniert das Schulsystem, als bestünde seine Funktion nicht darin, auszubilden, sondern zu eliminieren. Besser, in dem Maß, wie es eliminiert, gelingt es ihm, die Verlierer davon zu überzeugen, dass sie selbst für ihre Eliminierung verantwortlich sind. Ne? Ja, Also Selbstverantwortung auch im das macht, Bildungssystem. das ist ja auch so, das ist, glaube ich, auch so ein Teil der Selbstoptimierung, ne? Das ist ja, sage ich mal, weil die andere Seite, wer jetzt als Systemtheoretiker, es gibt ja immer noch die andere Seite der Unterscheidung, die Selbstoptimierung, ne, das ist ja auch verbunden dann mit also sie bezeichnet ja auch ihr Negatives, dass wenn was ist, wenn es nicht optimiert ist, nicht? Ja, dann bist du gleich im Aber Durchschnitt. das ist dann auch mit dem Selbst verbunden, ne? Das ist dann die Verantwortung, naja, entweder optimiert man sich oder man tut es halt nicht. Wenn man es nicht tut, dann hat man aber bitte die Konsequenzen zu tragen. Aber, und wichtig ist, den Leuten den Eindruck zu geben, sie seien auch dafür selber schuld. Genau, ja. Das ist das Wichtige, gibt es ja in vielen Untersuchungen, dass Das. Christ wirst gelabelt, das gibt es ja auch in der Kriminologie, hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal, oder wo wir da den Kriminologen zu Gast hatten. Leute, du wirst gelabelt als kriminell, wenn du abweichst, und dann weichst du immer wieder ab, weil du das verinnerlichst. Und was ich aber auch ganz, ist, man muss, glaube ich, da ein bisschen unterscheiden, weil Bourdieu in Frankreich, das Bildungssystem ist ja ein bisschen anders. Auch in England, da gibt es ja noch sehr stark diese Ausbildung der halt diese Ja, Elite-Institutionen, die formale Beschränkungen haben. Sowas gab es in Deutschland ja theoretisch, ich sage jetzt ganz bewusst so theoretisch nicht, ne? Also weil also weil eben kein Schulgeld da war, das wurde jedenfalls, ich weiß gar nicht mehr, ich war jetzt 70er, 80er, wurde das abgeschafft, halt Schulgeld und so weiter, das ist alles. Ich glaube, in den 80ern gab es ja sowieso in Deutschland eine massive Bildungsexpansion, da wurden Gymnasien aufgemacht und so weiter. Und das, aber das, das, aber der Punkt ist, glaube ich, dabei, dass wenn nämlich diese formellen Schranken fallen, die dann zum Beispiel sagen, ja, es ist jetzt irgendwie 2 Millionen Euro Schulgeld pro Tag zu zahlen, nicht? Dann kann das sich niemand leisten, der nicht 2 Millionen Euro pro Tag verdient. Oder sonstige Sachen halt, so dass man nur auf Empfehlung reinkommt oder irgendwie, also, oder dass halt
Also die praktische Variante, denn auf Empfehlung reinkommen, ist, dass halt Bewerbungsverfahren laufen und so die intransparent ist, sodass dann Ja halt, gut, aber wenn. mit unserem dreigliedrigen Schulsystem, das ist ja auch eine Elite-Sache irgendwie. Ja, bloß deswegen sag ich ja theoretisch, ne? Weil das dreigliedrige Schulsystem, das ist ja eigentlich theoretisch, ist das ja eigentlich nicht selektiv, weil ja jeder praktisch, ne, in diese Schule dann nach der Leistung kommt, ne, die er erbracht hat, so in der Grundschule und eben nicht danach, was die Eltern verdienen und so weiter. Aber das bringt dann einen zu dem Punkt, naja, halt, wenn man so sich auch da mal irgendwie in die Statistiken vom Mikrozensus oder so weiter mal reinguckt, gibt es halt so ein paar irgendwie relativ stabile Zusammenhänge zwischen Einkommen, ne, der Eltern und dem höchsten Schulabschluss in der Und Familie. zwischen Hausnummer und Bildungsgrad, der erreicht wird. Ist es auch Also, so? ja, ein Prof hat uns da mal eine Studie gezeigt, wie heißt denn der? Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Hatte das mal untersucht in Bochum, war, ich komme nicht auf den Namen, Stadtforscher. Ja, hat gesagt, er konnte zeigen, die Hausnummer, anhand der Hausnummer kann er vorhersagen. Gymnasium, Hauptschule oder Realschule. Ja, Realschule wahrscheinlich nicht so, aber Gymnasium, ja, nein. Das konnte anhand der, ne, und das zeigt ja dann eindeutig auf, dass es nicht an der Leistung liegen kann. Also natürlich liegt es an der Leistung, aber wie Bourdieu sagt, Aber diese Leistung es zu gibt keine erreichen. Leistung, ja, vor allen Dingen, es gibt keine Leistung an sich. Die Leistung muss erstmal definiert werden, ne? Und darin liegt der Clou. Es geht dann auch darum, eine gewisse Sprache zu sprechen, also nicht im Sinne von irgendwie Englisch oder Deutsch, sondern halt eine gewisse Form der Sprache zu sprechen, die dann vom Lehrpersonal dann entweder als angenehm oder nicht angenehm empfunden wird, wo sich dann auch nur draus studieren oder auch eine gewisse Art mit Wissen umzugehen, auch eine gewisse Art, was als wichtiges Wissen definiert wird und was eben als belangloses Wissen definiert ist. Und da kommen viele, glaube ich, gerade da kommen so ganz viele Aspekte zusammen, die aber vor allen Dingen dann wichtig werden, wenn es formelle Grenzen nicht gibt. Weil dann muss, dann wird diese, also weil dann muss ja diese Lektion woanders hin verlagert werden. Solche Sachen könnte man theoretisch besser abbauen, wenn man halt ja sagt, ja gut, hier bei uns, da darf halt nur Oberschicht rein, so, weil dann kann man im Prinzip auf das andere verzichten, ne? Also es Aber gibt ja, dadurch ist es nicht weg, das also zwei Sachen. Es gibt ja Grenze. diese Beobachtung, dass Bildungsexpansion und sag mal so, der Wert der Bildung, der in letzter Zeit mit PISA und so gestiegen ist, ja, alle wollen ja Bildung, dass der dazu führt, dass die Ungleichheit auch in Deutschland zunimmt, weil jetzt umso mehr die Eltern von also privilegierteren Haushalte umso mehr Geld in ihre Kinder stecken und den Abstand umso größer haben wollen zu den Unterprivilegierten. Wenn man sagen würde, Bildung ist eine von vielen Faktoren, die das Menschenleben ausmacht, aber man kann es auch übertreiben, dann würden die nicht so. Aber jetzt muss ja schon im Mutterleib Chinesisch gelernt werden. Ja, Ne? Und Zusatzqualifikation, ja klar. ja, und dadurch wächst der Abstand noch mehr. Und die, die es dann nicht schaffen, die gelten umso mehr als Versager, schreiben sich das wieder zu und dann kommt diese Teufelsspirale. Und das andere ist die Leistung. Also Leistungsbegriff, denke ich auch, sollte man abschaffen. Also was ist eine Leistung? Also du kannst, ist es, ich meine, wir definieren die Leistung ja schon unhinterfragt. Also eine Putzfrau, die sich da abrackert, erbringt ja eine große Leistung, wenn man dann nach dem rein physikalischen Leistungsbegriff geht. Die schwitzt, die macht so. Also das ist ja nicht der Leistungsbegriff, den unsere Gesellschaft unter Leistung versteht. Mal für ein anerkennendes Lob und so, aber jetzt nicht, dass es honoriert wird. Das sind Leistungen, Ja, ein insofern es, Lob kostet ja nichts, ne? Das kann man ja verteilen, wie man witzig ist. ja, sondern Knappheit. Bei uns ist das Leistung, was knapp ist. Du kannst noch so viel, so gute Arbeit machen, so viel Leistung, wie du reinstecken willst. Wenn es nicht knapp ist, wird es nicht honoriert. Ja, aber vor allen Dingen, und das finde ich ist aber auch wichtig, dazu sagen, die Knappheit, die bezieht sich dann auch in der Regel eben nicht auf die Tätigkeit, die man macht. Denn auch viele von den hochbezahlten Jobs, die sind halt auch, die Menschen, die sind da auch austauschbar. Es gibt halt aber Tausende von Leuten, die das genauso gut könnten. So, ne? Aber was knapp ist,
sind dann halt andere, also sind dann halt Beziehungen, die man hat, die Familie, aus der kommt, der Status. Sozialkapital. Genau. Ne? Und das ist, glaube ich, sogar das Primär, wonach dann also die Knappheit von Leistung überhaupt dann halt verortet wird. Ne? Weil man könnte auch sagen, man könnte es ja auch andersrum sagen, ja gut, halt, wir haben jetzt, sagen wir mal, 5 Firmen, ne? Und es finden zwar ganz viele Menschen in diesen Firmen Platz, aber es gibt nun mal nur 5 Chefposten. Das Ding ist aber, so gut wie jeder ist für diesen Posten geeignet, ne? Aber Ja. der Posten ist knapp. Und deswegen ist es halt die Bezahlung, die für diesen Posten stattfindet, ist eben nicht, weil die Fähigkeiten, die dafür nötig wären, so knapp sind. Naja, nein, weil der Posten so knapp ist. Ja, das kommt noch, genau, das ist ein Und Punkt, der den habe ich Post. so noch gar nicht gesehen. Bin immer von ausgegangen, ein Programmierer, der jedes System hacken kann, das ist so ein knappes Gut, okay, der wird dafür bezahlt. Aber an Leistung, welchen Leistungsbegriff legst du da zugrunte? Ne? Aber das ist ja kein physikalischer, denn er schwitzt. Also es ist ja einer, er kann etwas in einem knappen Gut und das ist Glück. Sich das erarbeiten ist kein Glück, aber Glück hast du insofern, dass du dir etwas dort erarbeiten kannst, wo das Gut knapp ist. Aber was du gesagt hast, das ist ja nochmal eine strukturelle Sache, die da drauf kommt, dass Posten auch noch knapp sind, dass du halt nicht drei oder vier Bundeskanzlerinnen haben kannst. Genau. Also das Ding ist ja, natürlich könnte man auch 3 oder 4 Bundeskanzlerinnen haben oder und so weiter. Das ist halt eine Form, wie man es organisiert. Und Ja, wir genau. organisieren uns in halbem Stundentakt. Deswegen müssen wir hier jetzt unser Gespräch beenden. Ich weiß. Schließen wir gleich nächste Woche an. Nochmal, ich habe noch ein paar Notizen dazu. Okay, dann wieder ein fantastischer Cliffhanger. Tschüss. Tschüss.